Willkommen zurück zu Minecraft. Jonathan ist auch wieder mit dabei. Es ist einiges passiert offscreen. Es ist jetzt Freitagmorgen, 7 Uhr. Es ist so einiges passiert hier offscreen. Die Brücke sieht hässlich aus. Nein! Warum sagst du das? Mann! Ich bin sowieso noch nicht zufrieden. Einfach alles abonnieren. Was ist. Welches Lichtobjekt ist besser? Eine Laterne oder eine Seelaterne? Ich glaube, eine Laterne müsste eins und weiter leuchten. Okay. Lichtlaterne. Weißt du, um die Brücke noch zu dekorieren? Die müssten, glaube ich, eins mehr leuchten. Okay, aber für die Dekoration, für die Brücke sehen Laternen gut aus, oder? Ich würde sagen, sie sieht besser aus, ja. Noch so dermaßen viel zu tun. Heute steht das Villagerdorf an. Als allererstes will ich aber hier noch etwas machen bei der Brücke, und zwar, also es ist, du musst dir vorstellen, es war 1 Uhr nachts, wo wir die Brücke gebaut haben, und dann war die Konzentration auch irgendwann am Ende. Es gibt eine Sache, die ich sowieso noch machen wollte, ich habe jetzt natürlich kein Holz. Hier machen wir das noch ein bisschen schöner auf der Seite, so, da. Dann machen wir hier auch noch Mauern hin. Und optimieren. Das sieht aber schon, hey, so schlecht. Ich finde, so beschissen sieht es nicht aus. Die Brücke. Mit dem Weg muss aufs. Mit dem Weg hier muss sowieso noch was passieren. Alright, aber es ist jetzt mal ein erster Anfang. Jetzt machen wir noch kurz die Laternen. Wenn ich die Laterne platziere, kurzes Experiment, und wieder abbaue, dann kriege ich die zurück, gell? Ja, perfekt, okay. So, jetzt wird's schon wieder Nacht, also ich baue hier... Ich bin nicht mit der normalen Mike-Flausche, bringt mir doch nichts, was ihr erzählt. Nee, ich will direkt wissen, wohin mit dem Shader. Was meint ihr zu der Brücke? Also schreibt mir das echt bitte mal in die Kommentare, wenn ihr möchtet. Wie findet ihr das? Man hat jetzt hier den Eingang. Hier, das wird natürlich alles noch optimiert und schöner gemacht, aber dann läuft man hier so durch und dann ist hier eigentlich das Gleiche. Hier ist auch noch auf der rechten Seite die Mauern ein bisschen weitergezogen. Jetzt gehe ich ganz kurz schlafen und dann gehen wir endlich, dann besuchen wir endlich das Villagerdorf. Ich habe, jetzt nehme ich mir die Koordinatenliste zur Hand, ich habe mir einige Dinge aufgeschrieben, für die, nicht, dass uns jemand hier vorwirft, ja, wir cheaten oder so, ich habe wirklich im Survival-Modus, als ich irgendwo meine Items gesucht habe, wo ich gestorben bin, bin ich auf ein Dorf gestoßen und habe mir dann gedacht, ich schreibe mir die Koordinaten nur auf, damit wir das in einem Video erkunden können, und genau das mache ich jetzt. Und wir haben übrigens, Jonathan, wir haben 2 Diamanten, gell? Also... Nur, dass du Bescheid weißt. Wenn wir ganz genau in die Richtung laufen, kommen wir theoretisch hin. Und da sehen wir schon den Weg. Da ist das Dörfchen. Ich wollte es eigentlich mit Jonathan gemeinsam erkunden, aber der hat jetzt gerade anderes zu tun. Hier haben wir einen Bauer. Ich will auch, es steht auch in Planung, dass wir einen Villager zu uns holen, damit der für uns die Weizenfarm irgendwie macht, mit einem Kompostierer oder so. Sollte das gehen, habe ich gehört. Ich finde die Häuser, die generierten Dörfer in Minecraft, die sind so viel geiler geworden. So, wo bist du? Ich bin im Dorf. Hä? Ja. Hier ist einfach ein Haus generiert worden. Auf. In der Luft. Ich weiß absolut nicht, welchen Koordinaten du bist. Es klingt vielleicht nach einer etwas abgespaceden Idee, aber ich will das ganze Village, die ganzen Villager will ich zu uns. Es reichen 2. Bringen. Dafür können wir die vermehren. Dieses Haus hier ist einfach mal in der... Ich springe jetzt einfach mal hier runter. Ich hoffe, hier erwarten mich keine Mobs. Ich baue die Kohle hier ab, damit ich nachher gleich Fackeln machen kann. Ich muss hier ganz kurz aus... Hier kurz ausleuchten, weil sonst spawnt hier ganz bestimmt etwas. So wie ich mich kenne. Hast du schon in dem Haus, das hier in der Luft gespawnt? Okay. Ich baue hier kurz die Kohle ab. Dann wollen wir noch... Hier unten, da ist ein Creeper, der kommt natürlich auch direkt zu mir. Ja, du kannst natürlich auch gerne explodieren, das ist kein Problem. Hab ich hier nicht einen Hund gehabt? Jetzt mache ich mir kurz ein paar Fackeln. Aurelius? Was denn? Ha,
Hatte ich nicht. Ah, der hat und da ist gesehen. Noch ein Creeper, alles klar. Okay, alles gut, hat einen Hund gefunden. Ich brauche unbedingt den Bogen. Ich brauche unbedingt den Bogen. Weil ohne Bogen, komme ich hier nicht, Ich... Jo! So bei dir. Alter, Schock des Lebens. Natürlich greift mich ein brennender Mini-Zombie an. Mache ich mir hier mal kurz einen Weg hoch. Ich habe gesehen, dort wo die Creeper herkamen, hier ist auf jeden Fall eine Höhle. Ich will bei Gelegenheit auch nochmal zurückgehen an den Ort, wo wir die Mine entdeckt haben. Hier ist alles, dann leuchten wir das hier mal aus. Das ist ja gut zu wissen. Ich muss dann so gegen 9 Uhr kurz meinen Friseur anrufen, dass ich noch zum Friseur gehen kann. Was ist dort unten los? Da war schon ein Zaubertisch. Achso, ich dachte gerade, hä? Under Games sein Stuff stehlen wird mit einem Qual von Tode. Qualtod. Tod geendet. Hm. Hast du mitbekommen, dass Under Games dir ein paar Sachen geklaut hat? Was? Oder was? Ich glaube, die Sachen sind einfach zurück. Was hat er geklaut? Ich weiß, keine Ahnung, er hat nur irgendwie, irgendwas ist dort gewesen. So, jetzt, dann mache ich mich jetzt auf den Weg und gehe dort runter. Achso, Fackeln. Fackeln kann ich mir jetzt aber genug machen, auf jeden Fall. Mache ich mir jetzt einfach mal... Ayo! Creeper neben mir gezündet. Oh mein Gott. Achso, eine Sache wollte ich auch noch machen und zwar ein Schild. Jetzt ist die Frage, wie viel Eisen brauche ich für ein Schild? Skelett. Ist klar. Oh, geschafft. Wie viel Eisen brauche ich für ein Schild? Eines, oder? Eins. Okay, das passt. Woher kommen die ganzen... Ist hier ein Mini-Zombie-Spawner wahrscheinlich, oder? Ich bin tot. Oh, nein. Hey, stirb doch endlich. Ich bin doch gestorben. Ach, nee. Wie komme ich jetzt an die Sachen ran? Was ist hier passiert? Hier ist ein... Achso, das ist ein normaler Stein. Noch mitnehmen. Ich glaube, also jetzt hier, das ist mir echt ein bisschen zu... Das ist hier schon Rambazamba. Was hier abgeht, da kommt natürlich nochmal ein Creeper lang. Oh Mann, was ist denn da los? Ich grab mich durch den Gang. Vor lauter Mobs. Alter, ja, ist klar. Wie? Ich spring auf den Baum. Ja, schieß doch! Das ist sowieso ein Ort, den ich nie wieder betreten möchte. Anderthalb Herz habe ich meine Sachen noch geholt. Nicht alles, ich fehl. Alter, was ist denn da unten alles? Was passiert, wenn ich hier einfach mal in Eimer Lava runterlaufen lass? Alter, jetzt komme ich natürlich bei einer Games raus, ne? Nee, bei mir! Ich hab so richtig meinen Spaß dran. Weißt du, was nice ist? Mobs verbrennen mit Lava. Das ist ja heute mal wieder, das ist direkt nochmal so eine Minenfolge, wie wir vor kurzem schon hatten, mit anderen Games zusammen. Lapins kann ich auch noch mitnehmen. So. Alright. Gut, dann... Wo war das? Hier hat sich ein Creeper gezündet, ich hab's genau gehört. Gib mir dein Gunpowder. Nein, er ist explodiert. Gold? Gold haben wir hier jede Menge. Vielleicht baue ich irgendwann trotzdem noch eine Minecart-Strecke. Aber ich glaube, dass ich das mit den Villagern, die ich ja zu uns ins, in unsere Heimat bringen möchte, ich mache das so, dass ich da dann den Fluss irgendwie rüberziehe. Ich habe Diamanten. Sehr schön. Diamanten! Mindestens 4 auf einmal.
Sehr schön. Hier drunter ist jetzt aber Lava. Nein. Hier ist keine Lava drunter. Mindestens 5. Mindestens 6. 7, 8. Ich habe 8 Diamanten. 2 mal 2. Also 4. 2 mal 4. 8 Diamanten. So, 44 Eisen. 60 Eisen insgesamt. 8 Diamanten. Jetzt müssen wir das hier strukturiert angehen, damit ich alles auf einmal mitnehmen kann. Es wird Nacht, das heißt, ich schlafe dann auf jeden Fall nochmal kurz. Ich muss sowieso warten, bis der, bis das Gold hier fertig gebraten ist. Den Cobblestone, den brauche ich nicht. Ich finde, es sieht schon ganz okay aus hier mit den Bäumen. Also die Bäume grenzen auch so ein bisschen das Revier direkt ab. Was ich auf jeden Fall jetzt tun wollte, ist noch kurz etwas machen in meinem, ich will mein Haus noch ein bisschen... schöner machen. Das Gold gehört hier rein. Da haben wir jetzt auch ordentlich was. Ein Stack Eisenbarren. Das ist sehr schön. Das freut mich. Melonenkerne. Um die Landwirtschaft muss ich mich dann auch kümmern. Demnächst Fleisch. Das kann ich noch essen. Ofenkartoffeln. Laub. Das Laub brauche ich sogar noch, weil jetzt will ich gerade noch hier was bauen. Hi. Was sagt man dazu? Das hat die Welt noch nicht gesehen, ich sag's dir. So ein Laubbaum in meinem Haus.